So, Jungs und Mädels, was ist das Wichtigste, was man macht, wenn man ein Auto fährt, eine 600-Euro-Shitbox, wo alles mögliche Geräusche macht, was nur Geräusche machen kann? Kondome im Handschuhfach. Unter anderem, aber vor allen Dingen auch einen Subwoofer einbauen, dass wir diese Geräusche übertönen können. So, das ist das Ding. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Lukas, der mir das Ding zu einem guten Preis verkauft hat. Ich kenne den Subwoofer auch schon von seinem Auto, der war früher bei seinem Mazda 323F verbaut. Und ist echt ein gutes Ding, wirklich, der scheppert ganz gut, ist auch schön einstellbar. Ist ein aktiver Subwoofer, das heißt die Endstufe ist hier quasi inbegriffen, integriert. Und somit muss er keine extra Endstufen noch irgendwo hin verlegen, welche Kabel verlegen oder so, sondern einfach die Kabel. Sondern einfach die Kabel da reinschieben und einstellen und fertig, dann ist der ganze Bums auch schon durch. Kannst du das nochmal mit dem Schieben betonen? Reinschieben, also so. Genau. Schieben. Genau. Weißt du, die Feelings müssen rüberkommen. So, von Anschlüssen her, hier kommen die Audiokabel rein, links und rechts, das ist eigentlich selbsterklärend. Mhm. Hier ist die Phase, das ist am besten auf 0, das ist Auto on off, das lasse ich mal on, weil dann quasi vom Remote-Kabel hier gesteuert wird, wann die Kiste anspringt und wann nicht. Mhm. Hier die Grundeinstellung mache ich in dem Fall, also ich muss ganz kurz nochmal auch sagen, das ist jetzt alles so, wie ich das persönlich jetzt beigebracht bekommen habe und so, wie ich das persönlich auch gelernt habe und aus Schmutz. Eigener Erfahrung. Das heißt, falls ich da irgendwas falsch sage oder sowas, dann korrigiert mich gerne. Ich interessiere mich sehr stark für diese ganzen Einstellungssachen, deswegen, Lüge. Wenn ihr Tipps habt, dann her damit. Auf jeden Fall. Grundeinstellung, wie ich es immer mache, ist, dass ich den Subwoofer auf Low Pass, sprich, dass quasi der Subwoofer nur ab dieser Frequenz spielt oder nur bis zu dieser Frequenz spielt. Bei 80 Hertz lasse ich den einspielen. Bass Boost immer komplett runter und das Level fange ich anfangs halt mal so. Ich muss dich ja korrigieren. Bass muss kicken. Hier kommt dann Plus rein, Remote und Masse. Und Sicherung ist hier drin. Sicherung ist auch in dem Pluskabel mit inbegriffen. Das ist dann der Kollege hier. Und arg viel mehr ist es auch gar nicht. Also, um quasi Strom für den Subwoofer herzustellen und zu verbinden, haben wir hier immer die Batterie vom Civic sitzen. Und hier muss im Prinzip dann an den Pluspol das Pluskabel angeschlossen werden vom Subwoofer und dann quasi vom Motorraum in den Innenraum verlegt werden. Beim Civic geht es ganz gut, weil wir nämlich direkt hinter der Batterie so quasi Gummi, wie nennt man das, also halt ein Eingang quasi vom Motorraum gehen dann diese Kabel in den Innenraum rein. Das ist quasi mit so einem Gummimantel abgedeckt und da musst du quasi einfach ein Loch durchmachen und das Kabel da durchschieben. Das heißt, am besten mit zwei Leuten machen. Einer ist hier und schiebt das Kabel durch, der andere ist dann unten im Fußraum, krabbelt da rum und zieht das Kabel dann gerade wieder raus. Und dann wird es im Prinzip von dem kompletten Innenraum von vorne bis nach hinten durchgelegt, zum Subwoofer verbunden. Und dann hat er quasi Strom und dann hinten kommt dann der ganze Rest im Prinzip mit Masseanschluss und von vorne wird entsprechend dann auch noch Audiokabel durchgelegt und Remote-Kabel durchgelegt. Was die meisten sagen, was man machen sollte, ich habe es bis jetzt nie so gemacht eigentlich, ich habe nie genug Probleme gehabt, aber normalerweise sollte man quasi die Audiokabel und die Stromkabel trennen, weil wenn die nebeneinander liegen und so weiter, können es öfter mal der Kameramann schon am ausrasten. Aber es kann in Einzelfällen dazu kommen, dass es halt irgendwie Störgeräusche gibt und so weiter, dadurch, dass die Strom- und Audiokabel nebeneinander liegen. Deswegen, wir gucken mal, wie es klappt. Wenn nicht, scheiß drauf, wir verlegen es einfach so, das ist eh bei dem Auto scheißegal. So, genau, das heißt, vom Radio aus im Prinzip wird dann Remote und Audio hier irgendwo durchgezogen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Ob wir das quasi von hier links rum irgendwie verlegen können. Und Strom, also Pluskabel, kommt dann hier unten durch. Da muss man dann hier die Verkleidung lösen, hier auch dann von Anstiegsleiste und so weiter. Hier hinten noch die Verkleidung lösen und dann einfach nach hinten durchschieben und irgendwie, soweit es geht, verstecken. Hinten wird es dann interessant, weil, also den Subwoofer an sich stelle ich wahrscheinlich dann hier einfach an die Rücksitzbank dran. Guck, dass ich dann soweit wie es geht rechts von dem Kabel durchkomme und das dann hinten dran verstecke. Das muss ich auch noch alles ausbauen dann. Und Masse müsste man dann schauen, das habe ich beim alten Civic auch so ähnlich gehabt. Da muss man nämlich einfach eine kahle Metallstelle finden. Und so ungefähr wird das Ganze dann sein. Ich hoffe, das wird einigermaßen hilfreich und ich hoffe, das klappt alles einigermaßen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier reinguckt, verlegen wir jetzt dieses rote Kabel einfach mal hier an der Seite und ziehen es dann durch. Hast du das Radio eingebaut oder waren das schon? Ich habe das eingebaut, das neue, weil das alte ging voll leicht raus und das habe ich halt reingedrückt einfach, halt so, dass es gut drin sitzt, was es ja auch tut. Aber rausholen ist halt schwierig. Okay,
Ja, das darfst du nirgendwo zeigen. Nee, Mann. Hören wir es mal auf zu filmen. So, nachdem das Radio professionell entwendet wurde aus dem Gehäuse, haben wir hier jetzt die Anschlüsse, wo das Audiokabel hinkommt. Und zwar haben wir bei Civ, da kommen die Audiokabel rein und hier haben wir irgendwo Antcont und Remotecont. Und bei Remotecont kommt der Remote dran. Und das muss dann alles da hinten durch und dann irgendwie hier rauskommen und auch da durch. Wird lustig. Achso, ja, das, um das auch mal kurz zu erklären, wenn ihr das macht, dann habt ihr ein lauteres Ansauggeräusch, weil das nicht mehr in den Ansauggeräuschdämpfer reingeht, sondern direkt hier durch, deswegen ist es dann laut. So, Damen und Herren, der Krempel ist verbaut, jetzt wird das Radio angeschmissen und der Krempel mal getestet. Ja, oh fuck, ja. Oh, ich höre was. So, das meiste ist jetzt auch erledigt. Jetzt muss aber hier gerade nochmal der Remote-Anschluss andersrum verlegt werden, weil der vom Radio quasi das Remote-Kabel hat nicht gepasst, da hat der Subwoofer keinen Strom bekommen. Dann haben wir es nämlich an das Antennenkabel, ne, gemacht. Ja. Genau, und am Antennenkabel ist es nämlich. Das kann manchmal sein, wenn ihr einen Subwoofer anschließt und der kriegt keinen Strom, probiert es mit dem Antennenkabel aus, weil damit geht es meistens und wir haben es auch getestet. Sobald die Zündung aus ist, ist auch der Subwoofer aus und kriegt keinen Strom, dann zieht er nämlich nichts im Leerlauf. Und so passt es nämlich dann. So, und an der Stelle ist die Kiste auch drin. Passt alles soweit. Alle Kabel sind sauber verlegt, man sieht hier nichts rumfliegen. Alles fest, alles passt, funktioniert. Was sagen Sie dazu? Tip top. Tip top. Bruh.